Über viele Jahre sind im Verteidigungsministerium Millionenbeträge rausgegeben worden an externe Firmen, um das Ministerium zu beraten. Das Ganze ist illegal abgelaufen, Regeln sind gebrochen worden, Geschäfte unter Freunden sind gemacht worden und die beiden Hauptverantwortlichen, die ehemalige Ministerin von der Leyen, ist heute Kommissionschefin, ist befördert worden im Angesicht dieser Tatsachen und die ehemalige Staatssekretärin Frau Suder berät immer noch die Bundesregierung ganz fröhlich in Digitalfragen. Es hat also keine relevanten Konsequenzen gegeben für dieses Agieren und das ist ein großes Problem, was draußen niemand versteht. Anderthalb Jahre hat ein Untersuchungsausschuss hier im Deutschen Bundestag getagt. FDP, Grüne und wir als Linksfraktion haben heute unser Fazit vorgelegt. Wir fordern klare Konsequenzen in der Sache und personell.